Ich begrüße euch zu meinem 17. Themenvideo aus der Reihe Denk mal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Quoten. Quoten bezeichnet man einen Anteil einer Gesamtmenge oder Gesamtzahl, wobei sich die Quote auf Bestandsgrößen beziehen kann. Im Gegensatz zur Rate, die sich immer auf einen Zeitraum bezieht, ist die Quote immer auf die Größe zu einem Zeitpunkt bezogen. Da bei Sportwetten oder im Glücksspiel auf Quoten zurückgegriffen wird, um Gewinne zu staffeln und Auszahlungen zu organisieren, mag eine nützliche Anwendung von Quoten sein. Wenn Quoten politisch angewendet werden, hört es sich hilfreich an, ist aber nichts als Auswüchse linker Ideologien. Ein Video über die linke Gefahr findest du oben unter dem i. Es wird behauptet, um Diskriminierung in Unternehmen zu unterbinden, wären Quoten erforderlich. Wer auf dem Gebiet auf Quoten zurückgreift, setzt im höchsten Maß auf Diskriminierung. Quoten, egal ob Frauenquoten, Behindertenquoten oder welche auch sonst noch möglich sind, ist die Vollendung der Diskriminierung. An die Spitze von Unternehmen gehören Personen, die von ihrer Qualifikation dazu geeignet sind, mit dem Festlegen, wie viele Frauen, Behinderte, Langzeitarbeitslose und so weiter in eine Position gehören, wird den Angestellten vermittelt, du bist zwar nichts wert, aber du bist hier, weil es das Gesetz verlangt. Selbst wenn ein Quotenmensch die erforderliche Qualifikation aufweist, ist dieser Mensch nur wegen seiner Quote dabei, wie alle um ihn herum denken. Die Existenz von Quoten ist diskriminierend. Zudem vermittelt man betroffenen Quotenmenschen, dass sie so untauglich sind, dass sie ohne staatliche Hilfe nicht zeigen können, wozu sie fähig sind. Und es ist auch so, wer wegen einer Quotenregelung in ein Unternehmen oder eine Position kam, genießt nicht denselben Respekt wie Personen, die in kein Quotenraster fallen, mögen sie auch qualifizierter sein als der Rest der Welt. Es wird behauptet, Frauen kommen nicht in Führungspositionen, weil sie Frauen sind. Allein diese Aussage halte ich für eine frauenfeindliche Diskriminierung. Tatsächlich sind Frauen zumeist weniger risikobewusst als Männer und streben solche Positionen seltener an. Qualifizierte Frauen würden es auch ohne Quote schaffen, wenn sie es wollen. Bei der Behindertenquote ist es dasselbe Problem. Wer wegen seiner Quote eingestellt wird, erfährt nicht die Wertschätzung wie jene, die ohne Quotenregelung eine Anstellung erlangen. Der arme Behinderte kann ja nichts und braucht staatliche Hilfe. Diese ganze Quotenmacherei, ob nun wie in den Beispielen oder in Parlamenten, ist Wahnsinn. Man stelle sich mal vor, jemand wird wegen seiner Behinderung oder seinem Geschlecht in eine Position verfrachtet, nur dass das Unternehmen keine Strafzahlungen leisten muss. Können diese Quotenmenschen jemals glücklich werden in ihrem Job, mag er auch noch so gut bezahlt sein? Alle Bemühungen, paritätische Vorschriften, egal auf welcher Ebene oder in welchem Bereich zu schaffen, führt dazu, dass diejenigen, für die es eingeführt wird, als Minderwertige abgestempelt werden und somit doppelt diskriminiert sind. Wird also in einer paritätischen Norm festgelegt, dass Frauen gleichermaßen in Parlamenten oder Vorständen vertreten sein müssen wie Männer, um der angeblichen Diskriminierung von Frauen entgegenzuwirken, so wird der Wert von Frauen in Parlamenten und Vorständen, sofern nicht selbstständig tätig, abrupt herabgesetzt. Sie sitzen dort, weil sie eingesetzt werden mussten und nicht, weil sie sich für das Amt hätten unter Beweis stellen müssen oder gar auf diesen Posten wollten. Jeder, der aufgrund einer Quote eingesetzt wird, ist wegen seiner Benachteiligung zu bedauern. Diese Menschen werden niemals einen Fuß auf die Erde bekommen. Weder werden sie gleichermaßen angesehen von ihrem Umfeld, noch kann man von einer erfüllenden Arbeitsposition reden. Ich bin der Ansicht, dass Quotenregelungen jedweder Art zu vermeiden sind, um tatsächlich der Gleichberechtigung Geltung zu verschaffen. Quoten sind diskriminierend. Wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt das Video auch gerne herunterladen und in euren Kanälen erneut einstellen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch in meinem nächsten Video nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg.